willst, wer dich beherrscht, dann gucke, wen du nicht kritisieren darfst. Und ich glaube, das ist so ein Spruch, der trifft zu. In so vielen Hinsichten. Also diejenigen, die wir nicht kritisieren dürfen oder auch nicht ansprechen dürfen oder über die wir nicht sprechen dürfen, da gibt es ja so einige, das sind dann wahrscheinlich die uns beherrschen. Aber das ist eben das, was wir nicht wollen. Wir wollen uns nicht beherrschen lassen. Deswegen stehen wir hier und ich finde das ganz toll, deine Zusammenfassung zwischen Revolution und Demonstration und das zeigt eben wieder, dass wir genau das Richtige machen, auch wenn wir so wenig sind, die wir ja eigentlich nicht sind. Also vielen, vielen Dank dafür und Karin möchte jetzt was sagen. Jetzt hat sich Karin wieder gefunden. Besser in der Tasche, das Haus in der Tasche. Ja, was ich nochmal sagen wollte, mich hat Corona und jetzt auch die letzte Zeit gelehrt, dass ich alles hinterfrage. Was mich am meisten erschreckt, ist, dass jeder jetzt einfach ein Patient ist. Wenn er ungeimpft ist, gibt es eine eigene ICD-Nummer. Ja, das habe ich schon gehört, ja. Das ist etwas, was mich erschreckt. Eine eigene ICD-Nummer. Das, was ich daraus gesehen habe, ist, dass halt wirklich jeder nur noch geimpft werden soll, weil das ist eine Riesenindustrie. Es geht nur ums Geld. Ja, nur um Verdienst, ja. Was mich dazu verarbeitet, und die Impfärzte müssen bestraft werden, darüber nachzudenken, wie das mit den anderen Impfungen ist. Ja, und wir müssen einfach mittlerweile jede Impfung über nachfragen. Meine Tochter hat schon gesagt, ihre Enkelkinder werden nicht mehr geimpft. Ungeimpfte getestet worden. Es gab nie genau wie mit den eine wirkliche Gebärmutterhalsimpfung. Ja. Ich war gegen alles. Und das ist das, was wo ich denke, wow. Ich habe damals hat man sich gewöhnt. Ich habe davon gelernt. Und ich denke jetzt mittlerweile ganz schön. Ja, stimmt ja. Ich habe früher an Impfungen geglaubt. Haben wir alle? Ja. Aber jetzt habe ich mitgekriegt, dass es nie Impfungen gab, Geimpfte gegen Ungeimpfte. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, ob eine Impfung wirklich hilft. Richtig. Nicht. Ja. Und das ist das, wo ich jetzt wirklich denke, wo sind wir eigentlich? Das ist doch alles nur noch Industrie. Gerade jetzt mit diesen ganzen, es geht nur noch darum, dass man jeden Menschen zum Patienten macht und impft. Abhängig wird. Weil es einfach Geld bringt. Weil es einfach Geld bringt. Dazu gehört halt auch der digitale Impfpass, der ja auch in Deutschland eingeführt werden soll. Es gibt ja 4 Länder, Deutschland, Frankreich, die anderen fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein, die jetzt erstmal als Pilotprojekt diesen digitalen Impfpass einführen. Weigert euch mit allem, was ihr könnt. Es kann nicht sein. Ich sehe das mittlerweile einfach alles nur noch als Körperverletzung.